Hannah Marshall, kidnapping, 8 years. Diese Filmfans erwartet einen Aufenthalt in einem Londoner Gefängnis. Sie haben sich freiwillig dafür entschieden und jeder von ihnen hat rund 50 Euro für diese besondere Ehre bezahlt. Willkommen im geheimen Kino. Später wird ein Filmklassiker gezeigt, doch das ist auch alles, was an eine Vorführung in einem normalen Kino erinnert. Keiner der Anwesenden weiß, welcher Streifen laufen wird. Einzig die Aufforderung, in Kleidern im 50er-Jahres-Stil zu kommen, könnte ein Hinweis sein. Die Leute sehnen sich nach echten Erlebnissen. Das ist Teil der kulturellen Veränderung. Sie möchten bei etwas mitmachen, einen Beitrag leisten. Sie sind die Kultur und nicht ein abgetrennter Teil vor der Bühne. Die ganze Produktion ist eine Bühne. The whole production is a stage. You can call me sir, you can call me boss. Nach einer 15-minütigen Busfahrt, Ankunft an einer alten Schule. Die Kulisse erinnert an das Gefängnis Oakhampton in dem Film Die Verurteilten von 1994. Unter dem strengen Blick der Wärter, dargestellt von Schauspielern, müssen die Filmfans Häftlingskleidung anziehen. Viermal im Jahr findet das geheime Kino statt. Zumeist wird den Filmklassikern in außergewöhnlichen, leerstehenden Gebäuden in London neues Leben eingehaucht. Und das mit Hilfe einer Handvoll Schauspielern und Crewmitgliedern. Die Besucher können selber entscheiden, inwieweit sie mitmachen und ins Geschehen eingreifen wollen. So finden sich die Aktiven in Szenen wieder, die an den Film erinnern, der anschließend gezeigt wird. Zum Beispiel eine Prügelei auf dem Gefängnishof. Sowas erlebt man nirgendwo anders. Die Schauspieler sind echt gut. Sie ziehen dich richtig rein und lassen dich glauben, dass du Teil davon bist. Und dann fängt man selber an zu spielen. Ich fühle mich, als ob ich im Gefängnis bin. Der Zulauf ist gewaltig. Doch so geheim wie 2007 zu Anfang ist das geheime Kino längst nicht mehr.